Dann bleibt uns nur noch eine Gegend. Und das ist die ganz links im Wald. Na gut, da fühle ich mich nicht ganz so unwohl wie in der Militärbasis. Ich möchte jetzt einfach auch wissen, ob Francis tatsächlich mit voller Absicht dafür gesorgt hat, dass das Schiff untergeht und dass die Nachricht, das Notsignal falsch verstanden wird. Und klar hat Maggie Adler Albträume von dem Moment, wo sie ihre Freundin unbedingt darum gebeten hat, auf das Schiff zu kommen, das untergegangen ist. Wo sie sich die Schuld gibt, dass sie praktisch das falsche Signal gesendet hat. Was es hat untergehen lassen. A fallen Tango, Romeo, Echo, Echo, now called something else. Ein Baum. Ein gefallener Baum. Stimmt, hier gab es hier auch noch Orte, an denen ich noch gar nicht war. Weil ich da vorzeitig vorhin rübergesprungen bin, anstatt nach unten zu gehen. Dann erforschen wir doch noch die restlichen Stellen. Da ist der gefallene Baum. I guess Maggie was the one who had this place turned into a park. Nachdem mein Fort geschlossen wurde, benutze ich beträchtliche Mittel aus der Stiftung meines Vaters, um den Großteil des Landes zu kaufen oder die staatlichen Beamten zu beeinflussen, damit sie alles, was ich nicht kaufen konnte, zu geschütztem Gebiet erklären. Ich war nicht vollends erfolgreich und habe mit Schrecken mit angesehen, wie sich gefährlicherweise eine kleine touristische Industrie auf dieser verfluchten Insel etablierte. Selbst die Familie eines verstorbenen Seemanns, Colvin Gilbert, eröffnete ein Restaurant, um auf neugierige Fremde einzugehen. Aber eins kann ich versprechen: Das Museum wird es nie geben und die Strände und Höhlen werden verbarrikadiert. Ja, sie hat versucht, alle von dieser Insel zu vertreiben. Und nachdem sie jetzt gestorben ist, kann das natürlich niemand mehr. Das heißt, eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass die Gäste Frieden finden. Damit wirklich niemand mehr auf diese Insel kommt. So, das hatten wir auch noch nicht gehört. When he was stationed at Fort Milner, Colonel Tim Russell would frequently wander the woods west of his barracks and sketch the wildlife he'd encounter on his walks. After the fort closed in 1974, he led a petition to make the land federally protected, and in 1988, he succeeded. Now, Edwards Forest is an internationally recognized wildlife refuge and bird sanctuary, home to 120 bird species, most notably the white-tailed towhee, a large sparrow indigenous to only this island. The roosting tree that stands before you is a 400-year-old red alder, famous since its discovery in 1655, when Franciscan friars noted that its unusually twisted trunk is bent true north. When he was okay, cool. Ja. So langsam ergibt das alles Sinn. Die Frage ist halt nur noch am Ende, hat Francis das alles beabsichtigt? Und schaffen wir es, die Geister irgendwie zu beruhigen oder verschwinden wir nur und dann kommen irgendwann die nächsten Abenteufel über die Insel gestolpert und erleben dort ihr Grauen. Oder schaffen wir es vielleicht gar nicht, von der Insel zu entkommen? Names. And give them to Golf, Romeo, Alpha, Victor, Echo, Cena. Was ist? People lose their names. And give them to Golf, Romeo, Alpha, Victor, Echo, Cena. Sie verlieren ihren Namen und geben sie dem Gras? Wahrscheinlich
Verstehe ich das gerade falsch? Vielleicht das lose Ende. Wir hatten, glaube ich, in der Gegend auch ein loses Ende. Weiter oben. Ansonsten verstehe ich den Hinweis tatsächlich nicht. Leute verlieren ihren Namen, geben es dem Gras. So, hier ist nichts. Das lose Ende bringt uns nicht weiter. Aber da oben ist noch die Tür, die ich öffnen werde. Und mal sehen, was hierin lauert. Das bringt uns nichts. Lila, wo ist Lila? Das klingt nicht gut. Jetzt, wo ich weiß, dass es Geister sind aus dem Schiff, tun sie mir mehr leid, als dass sie unheimlich sind, muss ich sagen. Auch wenn sie ganz grausame Sachen mit unseren Köpfen anstellen. Wo ist die Stelle? Es war doch immer so ein bisschen lila. People lose their names. CBK. It would have been better had it never been found. Wir hatten was mit 60,9, oder? Wir hatten doch mal eine Nachricht, wo 60,9 stand. Komm schon, irgendwo muss es doch sein. Wir haben das immer gefunden. Das ist gerade sehr unangenehm. It would have been better had it never been found. Also wir hatten eigentlich den Brief, wo 60,9 drauf stand, gefunden irgendwann. Aber das scheint ja nicht zu funktionieren. CBK 1. Victor, Echo, Cena. Was? People lose their names and give them to Golf, Romeo, Alpha, Victor, Echo, Cena. Presses.
Sie verlieren ihren Namen und geben sie dem Gras. Bei Gräsern. Man, hier ist ja nicht gerade wenig Gras. Dass wir die Tür nicht aufgehen, stört mich jetzt. Aber wie gesagt, ich habe den Zettel mit 69,9 gefunden gehabt. Ich weiß nicht, warum ich die Tür nicht aufbekomme. Vielleicht geht das erst später im Laufe der Geschichte. Aber ich dachte, wir stehen kurz davor, sie zu beenden. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Nope, hier waren wir noch nicht. She thinks that the ghosts were pushed out of our reality and maybe aren't actually dead? Was? Meine Überzeugung, verstärkt durch Annas und meine Forschung, die überwiegend in der Catbird-Station durchgeführt wurden, wo die Unterbrechungen selten waren, ist, dass die Frauen und Männer der USS Kanaloa durch die Implosion des Atomreaktors des U-Boots von unserer Dimension der Existenz getrennt wurden. Ich identifiziere einen Passagier, Henry, durch sein Rufzeichen, seine verwirrte Ausdrucksweise und dass er sich so auf Spiellogik verließ, sagen mir, dass ihre emotionalen Zustände, wenn nicht sogar ihre Geisteszustände, auf die von Kindern zurückgefallen waren. Ein Gedanke, an den ich mich klammere, wann immer ich mir Annas Ableben vorstelle. Der Zustand, die Gedanken von Kindern? Die haben sich nicht wie Kinder verhalten, als sie gesagt haben, ihr seid wie Puppen, mit euch spielen wir nur. Klang eher bedrohlich als kindlich, muss ich sagen. Auch wenn die Wortwahl schon irgendwie kindlich klang. Wieso komme ich da oben nicht rein? Das ärgert mich jetzt. 60,9, ich weiß es doch. Und wo haben wir einen Zettel gefunden? Vielleicht müssen wir den nochmal aufsammeln, damit wir da rein können. Da ist der offenbar auch nicht drin. Relay Point. Also wir müssen noch eins höher. Noch in dem Gebiet waren wir noch nicht und im Relay Point waren wir noch nicht. Fehlen ja nur noch zwei Orte, an denen wir hin können. Mann, aber ich will nicht gehen, bevor ich nicht da reingeschaut hatte. In die Forschung. Und jetzt funktioniert das Gerät plötzlich wieder. Vorhin hieß es noch, jetzt geht sie nicht mehr zurück. So, Maggie, es fehlen noch zwei Notizen. Ich bin auch gespannt, ob noch irgendwas passiert, wenn wir alle haben. Das ist nicht Maggie. Klippen links am Rand. Kann man der Stimme überhaupt trauen? Es ist wie gesagt nicht die von Maggie. Wieso ist das plötzlich nicht mehr die Stimme von Maggie? Klippen links am Rand. Nicht, dass ihr uns runterstürzen lassen wollt. Die Klippen links. Ganz oben. Schöner Ort für eine Aussicht. Ja, ich sehe es schon glitzern. Dachte ich mir doch, dass das die schönste
Aussicht hier gibt. Oh, Maggie thought that the way the ghosts can talk to us and vice versa is waves. Anna und ich führten regelmäßige Tests an dem Ort durch, der während der brutalen Winters des Jahres 1951 die Ostkaserne war. Wellen jeglicher Art, Funk, atomar, elektromagnetisch, schienen unter gewissen Umständen durch alle Existenzen durchgeleitet werden zu können, was erklärte, warum wir in der Lage waren, von ihnen gesandte Mitteilungen zu erhalten. Es könnte auch die Häufigkeit erklären, mit der wir die Rufzeichen eines Elektrikers, des Kanalor Colvin Gilbert, durch die Übertragung widerhallen hörten. Am 4. April 1952 versuchten wir, den offensichtlichen Unfall aufzuheben und die Soldaten zurückzubringen. Und das ist wohl echt schief gelaufen. Also irgendwas muss richtig schief gelaufen sein. So dass die nun tatsächlich auch Auswirkungen auf diese Welt haben. Ich meine, vorher haben sie ja Nachrichten schicken können. Offensichtlich. Jetzt können sie ein bisschen mehr als nur Nachrichten schicken. Ups, das ist falsch. Wir müssen erst nach unten und dann rechts nach oben laufen. Entschuldigung. Ich stelle mir es halt auch an der Position der Geister echt scheiße vor. So. Klar, die wissen wahrscheinlich nicht, dass sie Geister sind. Vielleicht sind sie auch nicht tot. Die Theorie steht ja auch noch. Die wissen nur, die sitzen irgendwo fest und sind wohl im kindlichen Zustand gefangen. Deswegen auch, wollt ihr ein Spiel mit uns spielen? Und ihr seid Puppen und sowas. Was, wie gesagt, nicht unbedingt gruselig ist, wenn man auf der anderen Seite steht. Andererseits heißt es aber auch, sie wollen uns nicht wirklich was Böses. Sie sind nur wie Kinder und unbedacht. Was uns natürlich trotzdem schaden kann. A penny for a whiskey, India, Cena, Hotel. Wisch. Brunnen. Wir müssen zum Brunnen. Wie kamen wir zum Brunnen? Puh, gute Frage. Wie kamen wir zum Brunnen? Ich glaube, der Brunnen... Ah, war ganz rechts, ja. Das dürfte die letzte Nachricht eigentlich sein. Maggie und Anna tried to bring the soldiers back in the cave. Nachdem wir Ausrüstung aus dieser Übertragungsstation gestohlen hatten, betraten Anna und ich die Höhle kurz vor der Morgendämmerung, um zu versuchen, mit der Besatzung der USS Kanalor direkt zu kommunizieren. Wir stellten unsere Geräte erfolgreich auf die Quelle des temporären Risses ein und sprachen, wenn auch nur kurz, mit Henry Griffin, einem Unteroffizier des SOC, der auf dem U-Boot gestorben war. Aber die Energie überwältigte meine liebste Anna und sie wurde von ihrem Kamm aufgesogen. So war sie doch nicht auf dem Schiff. Alles, was jetzt dort übergeblieben ist, ist der flimmernde Schatten eines teilweise geöffneten Tors. Ein Fenster zu einem senkrechten Raum, der den Ruf des U-Boots verstärkt zu haben scheint. Doch das, was ich wahrscheinlich am tiefsten bedauere, ist das Wissen, dass Annas letzter Blick mir galt und sie sah, wie ich vor ihrer Angst floh. Oh, du hast sie echt im Stich gelassen? Oh, du... Das waren alle. Wieso? Ach du. Klar, sie hatte Panik, aber sie. Deine liebste Anna. Dann lässt du deine Liebste aber nicht alleine zurück in der Situation. Man kann halt auch nur hoffen, dass die Geister nicht Anna die Schuld an allem irgendwie gegeben haben und es ihr irgendwie doch noch gut geht. War da oben auch noch eine Tür? Ich gehe noch schnell hoch und schaue, ob ich da eine Tür öffnen kann. Das muss eigentlich die letzte
Karte gewesen sein. Da waren wir auf allen dreien. Beim Tower waren wir, bei der Bridge, beim Campingplatz. Torrey Woods. Im Field waren wir, auch nur noch im Adler anwesend fehlt eigentlich. Was ist mit Clarissa? Da oben ist auf jeden Fall noch ein Gebäude. Was ist mit Clarissa passiert? Sitzt sie wirklich im Bunker? Und vor allem, ich will die Tür aufbekommen mit 60,9. Ich weiß es doch. Ach, in dem Gebäude waren wir schon drin. Leider war Ren drin. Dann werden wir wohl zu Edlas Anwesen zurück müssen. Ich hoffe, dafür gibt es einen schnellen Weg.